Hallo Leute, mein Name ist Hotzasi und willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Und ich habe gesehen, dass hier drüben reicht die Umweltverschmutzung schon fast bis ans nächste Nest. Das heißt, wir müssen uns da rasch mal darum kümmern, bevor Schlimmeres passiert. So. Okay, vielleicht brauchen wir Türme, die etwas näher dran stehen. Sehr schön. Ein bisschen Fische knabbern. Okay. Das war's fast schon mit den Nestern. So. Wenn ich jetzt hier noch dieses Nest. Sehr gut. Dann sind da nur noch die Spucker. Und die müssen wir okay, der erste ist weg. Okay, noch einer ist weg. Und da noch der letzte. Das war's. So. Ich habe auch hier unten etwas aufgeräumt, weil ich nach unserer Energiekrise dachte ich mir, okay, vielleicht dieses Kohlefeld noch mit anschließen. Aber wenn ich schon mal hier in der Gegend bin, dann nehme ich doch gleich auch noch das Nest da unten mit. Das sieht nicht allzu groß aus. Ja. Zwei Nester, keine Spucker.
Und das war's. Hier die zwei. Ja, wir können ja mal vorbeischauen. Mal sehen, was sich machen lässt. Sieht nicht so wild aus. Zwei Nester sind weg. Das Nest ist auch erledigt. Wieder eins weniger. Okay. Ein Spucker weniger. Okay, aber das heißt, jetzt ist auch die gute Muni alle, oder fast alle. Und das ist sowieso ein größeres Nest. Aber ich glaube, ich muss auch hier oben mal vorbeischauen. Das ist auch schon ziemlich nahe am Rand von unserer Verschmutzung. Und ich möchte böse Überraschungen vermeiden. Können hier durch und da haben wir eine Kiste mit etwas Munition drin. Und dann geht's da mal nach oben. Direkt in einen Stein rein. Ja, wir sind auf der richtigen Spur. Und das sieht nach was Größerem aus. Vielleicht sollte ich mir zuerst noch mal ein paar Fische besorgen. Die können Leben retten.
Wenn man sie hat. Und dann wollen wir mal sehen, was wir da ausrichten können. Ich glaube, ich komme hier mal von oben. Okay. Das erste Nest haben wir gleich. Okay. Gut. Dann vielleicht ein bisschen hier auf dieser Seite. Wieder zwei Nester. Okay, ein Spucker. Zweite Spucker. Gut. Noch etwas Fortschritte hier. Aber ich glaube, wir brauchen hier noch was. Jupp. Sehr schön. Was alle Türme? Jupp. Gut, dann kann ich mich ja nun wirklich um das Kohlefeld kümmern. Und irgendwann müssen wir dann natürlich auch
Eisen und Kupfer hier oben anschließen, weil das, was wir da unten in haben, nicht wirklich erreicht. Wie sieht es denn momentan mit Strom aus? Wir haben was, aber ist auch gerade Tag. Sieht aber auch so aus, dass wir in der Nacht gerade so über die Runden kommen. Wir müssen wahrscheinlich hier die Roten etwas aufpeppen. Was das eine Gattung macht. So. Warum kommt da ein wenig Stahl daher? Ist das, weil wenig Eisen? Ja. Könnte mehr sein. Wo ist unser Fahrzeug? Da oben. Dann schauen wir mal bei dem Kohlefeld vorbei. Das steht hier irgendwo im Wald. Gehen wir vielleicht besser zu Fuß. Okay, da stehen ein paar Bäume drauf. Wo ziehen wir das am besten dann raus? Wahrscheinlich auf der Seite, weil sonst muss ich so viel Bäume fällen. Machen wir das mal so. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Strom. Gehen wir hier hoch und da sind uns dann schon ein paar Bäume im Weg. Ich glaube, das schaffen wir gerade so. Und dann können wir hier vielleicht ein Stückchen mit rotem Fließband was machen.
In diesem Eisenfeld ist nicht mehr allzu viel drin. Müssen wir dann auch mal schauen, wo wir mehr Eisenerz herbekommen. So. Wir brauchen so eins, zwei von denen. Was von davon? Und dann lässt sich das die Kohle ja wahrscheinlich anklemmen. Also, hier brauchen wir dann mal sowas. Graden wir hier ab. Hier. Und da noch mal was. Dann mit den großen Strommassen hier nach unten. Rüber. Und dann hier fahren wir mit den kleinen rum. Sehr gut. Wir sind damit auch schon am Ende von dieser Episode. Nicht sehr produktiv, was das Bauen anlangte, aber nötig, was die Aliens anbelangt. Und nächstes Mal müssen wir schauen, wo bekommen wir mehr Eisen her. Also, bis dann und tschüss!